Kennst du diese Situation auch? Das neue Jahr hat angefangen. Du hast dir Ziele gesetzt. Du möchtest im Fitnessstudio anfangen. Du möchtest endlich deinen Traumpartner haben. Du möchtest deinen Job kündigen und dich selbstständig machen. Wenn man sich einfach nur Ziele setzt, ohne sie aufzuschreiben, liegt die Erfolgsquote bei 4%. Wenn du das für dich persönlich auch schon mal erlebt hast, dass du die Ziele gesetzt hast, aber sie leider nicht erreicht hast, dann bist du genau jetzt auf dem richtigen Video, denn ich möchte dir eine Methode vorstellen, eine 7-Schritte-Methode, wie du jedes Ziel umsetzt und erklären, wie du deine Erfolgsquote von Neujahresvorsätzen um 1100% steigern kannst. Fangen wir an. Fangen wir zunächst einmal mit dem Thema an, warum Ziele verfolgen und das Erreichen von Zielen glücklich machen kann. Und dazu möchte ich einmal den früheren Radiomoderator Earl Nightingale zitieren. Erfolg ist die schrittweise Verwirklichung eines würdigen Ideals. Wenn wir Stunde um Stunde und Tag um Tag für etwas arbeiten, was uns etwas bedeutet, setzt unser Gehirn einen ständigen Strom von Endorphinen frei, was uns wiederum ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit verleiht. Dadurch fühlen wir uns optimistischer und kreativer, somit erhalten wir wieder mehr Energie und Begeisterung. Dieses positive Gefühl sorgt für eine stetige Motivation, das zu denken und zu tun, was uns noch schneller in Richtung unserer Hoffnungen und Träume und Ziele führt. Hier sind wir nämlich auch schon an dem Thema angekommen, dass es quasi ein positives Momentum inne hat, wenn wir uns mit Begeisterung in ein Ziel stürzen. Fangen wir jetzt dann direkt mal mit dem 7-Schritte-Plan an. Und zwar, als erstes musst du natürlich dir überlegen, in welchem Bereich du etwas erreichen möchtest. Es gibt drei Hauptbereiche, kann man so sagen. Einmal der Bereich Geld verdienen und Finanzen. Dann gibt es noch den Bereich Beziehung, Familie und Freunde. Und dann gibt es noch den Bereich Gesundheit, Fitness, Sport und Ernährung. Und dort überlegst du dir erstmal genau, welche Ziele du hast. Also, du fängst einmal an mit langfristigen Zielen. Das heißt, im ersten Schritt überlegst du dir, okay, wo möchtest du zum Beispiel in 5 Jahren stehen? Welche Persönlichkeit möchtest du sein? Wenn du auch zum Beispiel Unternehmer bist, was möchtest du, was Kollegen über dich sagen oder was deine Kunden über dich sagen? Oder wenn du in einer Beziehung bist, was möchtest du, wie Menschen dich wahrnehmen? Welche Ziele möchtest du in einem bestimmten Zeitraum erreichen? Im zweiten Schritt sorgst du dafür, dass du Unterziele aufschreibst und genau, wo wir schon gesagt haben, dann die mittelfristigen Ziele. Dass du dann zum Beispiel sagst, okay, wo muss ich in einem Jahr stehen, wo muss ich vielleicht im nächsten Monat stehen, in der nächsten Woche. Und diese ganzen Ziele schreibst du dann in Punkt 3 alle auf, hast du dann deine Aufgabenliste. Und im Schritt 4 sorgst du dafür, dir zu überlegen, welche Handlungen brauchst du. Das heißt, der Großteil des Erfolges basiert auf unseren Gewohnheiten. Das heißt, welche Gewohnheiten musst du in dein Leben implementieren oder dir neu antrainieren, um tatsächlich an dein Ziel zu kommen? Also, das heißt, was musst du täglich machen? Musst du täglich ins Fitnessstudio gehen? Musst du rausgehen und Kunden akquirieren? Musst du täglich zum Beispiel auf Social Media präsent sein? Also die ganzen Dinge kannst du dir überlegen, welche du dort machen möchtest. In dem Schritt 4 ist auch drin, dass du dir überlegst, was sind die 20%, die 80% des Ergebnisses liefern, also die das Pareto-Prinzip anwenden. Ja, dass du dich auch nicht verzettelst in den unwichtigen Kleinigkeiten. Das ist ein ganz großer Fehler. Und hier haben wir auch nochmal das Thema von den Neujahrsvorsätzen, wo wir ja vorhin waren. Warum nur 4% erfolgreich sind, ist der Grund, dass die wenigsten Leute ihre Ziele aufschreiben. Und der große Unterschied war, wenn du deine Ziele nämlich konsequent aufschreibst. Da gab es eine Studie und die hat gesagt, also Leute, die Neujahresvorsätze nicht aufgeschrieben hatten, hatten eine Erfolgsquote von 4% und Leute, die sie aufgeschrieben hatten, hatten eine Erfolgsquote von 46%. Das heißt, jeder Zweite hat sein Ziel erreicht und das ist eine Erhöhung um 1100% in der Erfolgsquote. Deswegen schreibe die Dinge auf. Im Punkt 5, jetzt überlege dir, welche Hindernisse könnten situationsbedingt oder von dir selber auftreten, die dich von deinem Ziel bis jetzt von deinem Ziel abgehalten haben. Das heißt, frage dich, warum bin ich jetzt
noch nicht bei meinem Ziel. Sagen wir jetzt beispielsweise, du willst seit einem Jahr abnehmen oder du möchtest Geld sparen, frage dich erstmal, warum bist du denn noch gar nicht da? Dann überlege dir in dir selber, was könnte denn jetzt zum Beispiel gewohnheitstechnisch im Weg stehen? Oder also sind Gewohnheiten das Problem? Ist das Umfeld das Problem? Fehlen dir vielleicht sogar Informationen? Brauchst du weitere Ressourcen? Also sei es jetzt zum Beispiel ein Fitnessstudio oder brauchst du Unterstützung von bestimmten Menschen. Im Punkt 6 geht es an den ersten Schritt. Also sorge dafür, wenn du alles aufgeschrieben hast, dass du den ersten Schritt machst. Also gehe sofort innerhalb der ersten 72 Stunden einen Schritt in die richtige Richtung und tue das auch konsequent. Das heißt, du sollst ja nach den Prioritäten überlegen, was ist dein wichtigstes Ziel, und das heißt, tue jeden Tag etwa einen Schritt in die Richtung deines wichtigsten Ziels. Dann setzt du das Gesetz der Anziehung in Kraft. Das heißt, Menschen, Umstände, Kooperationen werden in dein Leben kommen und dafür sorgen, weil du deine Geistesenergie auf dieses Ziel anwendest, um dieses dann umzusetzen. Ein letzter Schritt noch, nach dem siebten Schritt, ist die Möglichkeit, wenn du deine Ziele verfolgst, du wirst ja Erfolge haben, dass du dann tatsächlich deine Erfolge in einem Erfolgsjournal niederschreibst, jeden Tag 5 Stück. Das sind auf das Jahr hochgerechnet über 1800 erreichte Ziele. Ja? Und wenn du auch nur weniger aufschreibst, dann sind es vielleicht nur 1500. Aber rechne das mal auf 10 Jahre hoch, dann wird dir relativ schnell klar, was möglich ist, wenn du zum Beispiel 18.000 Erfolge innerhalb von 10 Jahren erreichst. Ich hoffe, dir konnte dieses kurze Video weiterhelfen. Teile das gerne mit deinen Freunden, lass ein Abo da, schreibe auch in den Kommentaren, welche weiteren Videos du gerne sehen würdest. Und hör dir auch die komplette Podcast-Folge zu dem Thema auch nochmal an unter www.vitamin-erfolg.com/podcast. Die Podcast-Folge heißt In 7 Schritten jedes deiner Ziele erreichen. Lade dir auch gerne mein E-Book herunter und schau dich gerne hier weiter um.